Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel namens Virtual Morality. Das ist diesmal Episode 1. Who tilt? Caddy Long. Wollen wir mal sehen. Ist, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen so ein interaktives Video, irgendwie sowas in den Dreh, wurde da das ein oder andere Mal darum gebeten, das mir doch mal anzugucken. Deswegen wollen wir das natürlich heute dann auch mal tun. Also, mal schauen, was so passiert. Hey! Shut up, Marcus. Markus also, ja. Abby, come on, you're better than this. Wer auch immer du bist. These people are my life now, Marcus. I quit Catholic school for a reason. Sehr lustig. Do you really want to be like them? Ja. All they care about is themselves. What? Thanks. Ach, gar nicht. For the ride, Marcus. Geile Musik auch, ich bin zufrieden. Also das passt auf jeden Fall schon mal. Scheinbar ist Markus der Meinung, dass wir uns nicht an unsere Freunde heften sollten. Hey, Girl! Hey! OMG, you look so cute! You have that good girl look totally down. Mom, you have to meet everybody. These are my bitches. Was? Hey, Holly, who's this? Alter, meine Augen sind hier oben, Alter. He's the son of Terrence Stevens. Tay Howard, or whatever. That's so random. He's a guy. Kind of old, but he's totally hot, right? Ziggy! Ziggy. Watch it. Der Koks. Mami. Sie. Hey. Du kannst ja einfach Koks nehmen. Come on. Oder beziehungsweise nur die Nase putzen. He's our very own YouTube celeb. He graduated a couple years ago. Whoa. Oh my god. Don't share, don't like, don't subscribe, sagst du? Niemals. He's dead? What? Bitches, share it. Now, he's so amazing. Hold up, guys. This looks pretty real. Wait, like, you know him, Zig? Teddy's always playing pranks. Well, I'm gonna go look around. Wanna come? Moment, stopp. Wir gehen mit. Nein, Ziggy. Wir gehen mit Ziggy. Ich habe okay gedrückt. Wir gehen mit Ziggy, weil sie ist der Meinung, dass das echt aussieht. Und ich bin auch der Meinung, dass es echt aussieht. Außerdem hat sie eine Dope-Mütze auf. Die muss ziemlich cool sein, oder? Also. Guckst du mich denn so böse an? That's Teddy. Ach so, danke. Das ist natürlich jetzt ein guter Grund dafür, dass er mich so böse anguckt. Im Kabuff. Hatte er eine Hose an? Onward, I guess. Let's see what's behind door number two. Im Green Room, ja. Ja, Mahlzeit auch. Ach, so macht man das, ja. Als ich noch jung war. Eine Bierbombe. Eine geile Scheiße. Nee, danke, ich möchte keine Drogen haben. Wait. Wow, was für Freunde hat diese Tante? Warum bist du oben und unten und beides? Nee, mit dir mit Sicherheit nicht. Ja, aber hab ich schon gedrückt? Zählt das jetzt? Okay, das zählt dann. Okay. Wir suchen mal besser weiter nach Teddy Long. Ich habe das Gefühl, dass sie, Who does this guy think he is? Ja, das, würde ich auch gern wissen. self-obsessed much? Loading Screen. Plötzlich buffern. Also weiter im Text in einem anderen Browser. Hab ich mir dann mal gedacht, wir machen mal was ganz Neues. Und plötzlich Blut. Spring aus dem Fenster. Spring. Marcus? Moment, questioning oder call the police? Questioning. Wir fragen erstmal, was los ist. Why is there blood on the floor? Wir fragen erstmal, was los ist. This isn't what it looks like. Natürlich. Who is das that? Ist es nie. Abby, what is going on? Du, das hat er bestimmt gemacht, um sie daraus zu holen. Verfickter Jumpscare, nein! Aber das ist jetzt, was wir gelernt haben. Und das heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen gucken, was gab es für Alternativen. Was hätten wir anders machen können? Und wie wäre es anders ausgegangen, wenn wir denn zum Beispiel mit dem Typ getanzt hätten oder wenn wir mit der anderen Tante mitgegangen sind? Und was würde passieren, wenn wir die Polizei gerufen hätten? Aber das heißt, dass da jetzt ein Mörder ist, der alle umbringt. Der alle umbringt und auch uns umgebracht hat. Wir sind tot.
Ja, dann geht's ja noch. Aber dafür werden wir mal gucken, ob wir irgendwie aus der Sache vielleicht irgendwie wieder rauskommen. Vor allem irgendwie gucken, ob wir wirklich rausfinden können. Das weiß ich ja gar nicht. Ob wir rausfinden können, wer denn wirklich Teddy Long umgebracht hat. Das müssen wir ja schon noch wissen. Wir können das nicht einfach ungelöst lassen. Stell dir mal vor. Der ungelöste Fall des Teddy Long. Das machen wir nicht. Nein, wir gehen das nächste Mal mit der Tante da mit. Hauptsache, Teddy Long ist YouTuber und wird dann einfach umgebracht. Sollte ich mir Gedanken machen? Sollte ich mir wirklich Gedanken machen? Jetzt geht's so. Also ich werde auf jeden Fall auf so einer Party nicht mehr zugegen sein. Das steht wohl fest. Des Weiteren werden wir dann diesmal, auch wenn sie das jetzt wahrscheinlich nicht so lustig findet, wir werden natürlich diesmal bei der Gastgeberin bleiben, gucken, wie die andere Seite dann aussieht und dann auch mal schauen, was passiert, wenn wir mit der... Oder wir gehen jetzt erst nochmal mit ihr mit. Sie hieß sie, glaube ich, ne? Und tanzen dann mit dem Typ. Vielleicht ändert das ja schon genug. Was, dann müssen wir knutschen. Eigentlich müssen wir knutschen. Nein, wir gehen erstmal knutschen. Ich würde sagen, dass der Typ schuld ist. Der sieht sehr, sehr schuldig aus. Der ist ab von allen oder zwischen allen. Der ist so ein bisschen abgesetzt. Der ist nicht in dem einen Raum, nicht in dem anderen. Der ist schuld. Das ist jetzt meine frühe Prognose, dass der Typ irgendwie Dreck abstecken hat. Was, dann guckt er mich sehr, sehr böse an. Der wirkt sehr wissend auf mich. Also, diesmal dann jetzt tanzen, ja? Ich hoffe ja wohl. Das muss jetzt sehr, sehr erotisch werden, ansonsten bin ich maßlos enttäuscht. Du kannst nicht einfach dahergehen und sagen, wir tanzen und dann ist er nicht erotisch mit dem Typ da. Jetzt ist er schon so, ich sehe ihn da schon im Hintergrund am Bier trinken und so und jetzt geht der andere da weg und jetzt, oh nein. Ja, ich habe keine Ahnung, sicher zu dem Typ da, zu dem will ich nämlich jetzt gehen, haha. Ich möchte nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Ja sicher, Alter, ja Siggi, verstehst du? Also, lass mal gehen. Alle mitmachen jetzt mal. Verfickte Scheiße. So, guck. Jetzt, also sehr, sehr viel besser wird's nicht mehr. Will er mich jetzt töten? Du willst mich jetzt aber... Nein, ich dachte, er drückt mich nach unten, Alter. Was ist das denn? Nee, ich will keine Drogen. Ich möchte nicht. Nein! No way. Warum steht da no way oben? No way. No thanks. Wir nehmen mal kein Kokain. Und jetzt knutscht er mit einer anderen. Siggi? Und Siggi ist aber einmal vollkommen kaputt. Okay. Was auch immer. Es ist ein Laden voller verdammter Versuchungen. Jetzt cheers auch. Genauso reagiert man, wenn man Schnaps trinkt. Genauso. Maybe Marcus was right. Everyone here is so gone. Can't even have a conversation. Und alles scrollen durch ihr Handy. Are you still listening to me? Nee, keiner hört dir zu, danke. Sind die alle besoffen oder tot? Jetzt kriegen die auch alle das Bild. Aber... Ist er auch tot? Alter. Aber es ist ja immer noch, wir wissen ja immer noch nicht, wer den umgebracht hat. Das geht ja nicht. Du kannst ja einfach sagen, wir bringen den... Nein, wir wissen, wer den getötet hat, Mensch. Wobei sie ja jetzt sagt, dass wir nach ihm suchen gehen wollen würden, aber das will sie dann jetzt wahrscheinlich nicht machen, oder? Was? Nicht mehr. Also sie hat eigentlich gesagt, komm, wir gehen den mal, wir gehen nach Teddy Co. Bitches, share it. Bitches, ah, Süße, was auch immer, Alter, was auch immer. Es wäre jetzt gut, wenn man bestimmte Szenen davon überspringen kann und dann wieder zu den Punkten springen kann, an denen man sich entscheiden muss. Das wäre eigentlich ganz gut. Wir gucken uns diesmal mal diese Seite an, was mit Holly denn so geht. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung war? Erstmal Alkohol. Cheers, Bitches. Alter, hör doch mal auf, mich Schlampe zu nennen, du Schlampe. Was ist das denn? Was jetzt? Das ist richtig. Er ist ein Glückwunsch. Genie. Fucking Genius! Oder so ähnlich. Everybody get in. Da liegt ein blutverschiedenes Meter auf dem Boden. Das ist erstmal ein Selfie. Yeah, was? Okay. Take the photo, team don't tell them don't. Also, wir nehmen mal, wir machen jetzt mal. Wir machen mal das Foto, wir spielen den Kram jetzt einfach mal mit. Weil wir natürlich Bitches sind. Was auch immer gerade geschieht. Das ist eine dumme Pute, da ist eine Mordwaffe und das erste, was jemand ist, das Ding erstmal in die Hand zu nehmen. Snappy sons of bitches. You've got a knife in my head and you need to do something about it now. What are you doing? Are you just standing there? There is a knife in my head! Das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wait a minute! Vielleicht sieht man auf dem Foto, wer sie umgebracht hat. Don't just stand there, do something!
Vielleicht sieht man es auf dem Foto. Stop Leo oder help Becky. Wir stoppen mal Leo. Wir stoppen Leo. Ist Leo der Mörder? Leo, du alter Schlawiner. Jetzt ist aber mal gut hier. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ja, fantastisch. Aber im Moment, ich muss doch wissen, jetzt weiß ich zwar, dass er sie umgebracht hat, aber hat er denn auch den Teddy Long umgebracht? Das ist natürlich die Frage. Diese Frage ist natürlich auch noch, was können wir dann jetzt noch anders machen? Dass wir das, ist es möglich, das rauszufinden, wer das war? Das ist auch die Frage. Aber man kann vorspulen. Man kann vorspulen. Ach cool. Ah, ja gut, dann ist natürlich, dann läuft's ja. Dann läuft ja alles quasi. Ja, ja. Nee. Wir gehen jetzt nochmal mit ihr. So. Und dann kann ich jetzt nochmal skippen. So, und hier kann ich dann jetzt don't touch it. So, guck, das machen wir jetzt. So, jetzt ist alles auf einmal. Jetzt funktioniert alles. Abby. Entschuldigung? My bitches do what I tell them. Ja, dann. Are you my bitch or not? Nein! No, I'm not taking your photo with a bloody knife. Do you even moisturize? Okay, I'll just go then. Excuse me. Haut die jetzt einfach ab. Geh zu Markus zurück, oder was? Tschüss. Was ist das für ein Kackladen? Was für eine Relevanz hatte das jetzt? Come on, Markus. Come on, pick me up. Wo ist er jetzt you? Abgehauen? Hello, Abby? Oh my God. Er war das. Nee, Moment, das haben wir von der anderen Seite gerade schon mal gesehen. Abby, listen to me. This is not what it looks like, okay? Scream and run and listen to him. Wir hören ihm einfach zu. Wir hören ihm erstmal zu. Erstmal zuhören. Hör doch mal auf, wie so rumzuwackeln, Mensch. I found the body. I think I know what's going on, but we have to get out of here now. You're next. Oh no. Nein, Mann. Was, wenn wir jetzt hier direkt die Polizei rufen? Was ist, wenn wir hier direkt die Polizei rufen? Ändert das dann irgendwas? Abby, this isn't what it looks like. Ja, aber der Typ stand ja vorhin hinter mir. Das heißt, sie müsste jetzt eigentlich immer noch hinter mir stehen und mich umbringen. Was dann aber auch bedeuten würde, dass... Markus es nicht gewesen sein kann. Teddy Long, the YouTube star? Apparently. Oh, it's about that Instagram photo. I just shared it. What? Okay. Also auch das nicht. Denn nein, ist es überhaupt möglich, das rauszufinden? Ich will das jetzt rausfinden. Ich will das rausfinden. Wir können noch mit dem tanzen und dann das Koks nehmen. Das können wir noch tun. Wir müssen unbedingt noch Koks nehmen. Also, bitteschön, gib mir definitiv Koks. Ja, ja. Wir nehmen jede Menge Koks. Und dann finden wir raus, wer der Mörder ist, indem wir koksen. Oder landen selbst auf Instagram, weil wir Koks genommen haben. What the hell? Give me the phone. What are you doing? Bitchfight. Ich hätte gerne einen Catfight jetzt. Wir nehmen einen Catfight. Nein, nicht mit mir. Was habe ich denn irgendwem getan? Ich habe nur Koks genommen, Mann. Da würde er direkt so ausrasten. Das heißt dann aber auch, dass auf der Seite von Ziggy nichts mehr anderes zu machen war. Das heißt, wir können dann nur noch uns diese Seite angucken. Hier können wir dann nochmal Don't Touch It machen, weil da konnte man dann ja nochmal anders entscheiden irgendwann. Bei ihm, genau. Und dann jetzt Scream Run. Vielleicht ändert das jetzt eben. Ich glaube, das ist das Letzte, was man machen kann, oder? Abby, listen to me. Habe ich noch irgendwas anderes gesehen? Meine Damen und Herren, Teddy Long ist tot. Wir Gott sei Dank nicht, aber dafür wissen wir immer noch nicht, wer ihn umgebracht hat. Und aber Instagram. Das ist das, was wir jetzt wissen. Meine Damen und Herren, dafür bitte Like-Button kaputt kloppen. In den Kommentaren, wer ist denn schuld? Haben wir was übersehen? Episode 2 wird vermutlich noch viel schlimmer. Und warum eigentlich immer die armen kleinen YouTuber? Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Doro Witzel, winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.